Barbecue aus Rheinhessen, heute nicht aus Rheinhessen, sondern aus dem Meat Heaven von David Pietralla in Bensheim. Ich durfte seine Außenküche ein klein wenig unsicher machen und habe das hier gemacht. Das ist ein schnelles Frühstück und zwar Flapsteak Sandwiches bzw. Flapsteak Baguette mit einer geilen Creme. Ganz schnell und einfach gemacht. Und wie? Das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Wie ihr seht, befinde ich mich heute nicht in meiner eigenen Küche, sondern ich bin bei Meat Heaven, beim David Pietralla und darf seine Küche ein klein wenig unsicher machen. Wir machen eine ganz, ganz schnelle Nummer heute, ein schnelles Frühstück sozusagen. Wir backen gerade schon Baguette innen drin auf. Hier habe ich ein wundervolles Flapsteak oder auch Bavette genannt. Das habe ich beim Schwarzwälder bestellt. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bavette Flanksteak, eine absolut fantastische Geschichte, lässt sich hervorragend kurz grillen, hat einen tollen Rindfleischgeschmack und passt einfach perfekt. Dazu gibt es eine ganz schnelle Soße. Die besteht aus 100 Gramm Mayonnaise, 100 Gramm Schmand und 2 Teelöffeln Meerrettich. Da kommt gleich noch frische Petersilie mit dran und ein wenig von meinem SPG. Speak Queen Egg heizt schön vor. Dann würde ich sagen, wir legen los, denn das ist wirklich eine ganz schnelle Nummer. Ich starte mit der Zubereitung der Soße, dann kann ich nämlich schön durchziehen. Ich habe also hier ein bisschen glatte Petersilie, die hacke ich gerade mit dem Messer durch. Der Duft von dieser frischen Petersilie, ein absoluter Traum. Das kommt jetzt hier mit an die anderen Zutaten. Dann würze ich die Soße noch mit einem Teelöffel vom SPG Plus, Salt, Pepper, Garlic und ein klein wenig Rohrzucker. Und dann wird das Ganze jetzt verrührt und dann ist die Soße auch schon fertig, kann ein bisschen durchziehen. Und das Big Green Egg ist jetzt bei knapp 200 Grad, da kann das Steak gleich drauf. Wunderbar, Süßchen ist fertig, stelle ich kurz beiseite. Und wir schauen uns mal eben kurz hier das Flapsteak bzw. Bavette an. Richtig schön grobe Fleischfasern, die wir gleich also dagegen die Fleischfaser das Ganze aufschneiden. Ich werde das jetzt auch würzen mit ein klein wenig SPG. Wir brauchen da gar nicht viel, einfach nur, dass wir da so ein klein wenig eine Geschmacksschicht drauf bekommen. So, wunderbar, das Fleisch ist fertig vorbereitet. Das könnt ihr ruhig eine halbe Stunde, Stunde vorher aus dem Kühlschrank rausnehmen, einfach, dass es schon mal so ein klein wenig Raumtemperatur annimmt. Jetzt haben wir hier Außentemperaturen von 6 Grad, da könnt ihr auch im Kühlschrank bleiben, ne? Aber egal. Grill ist vorbereitet und da geht's weiter. Mein Big Green Egg habe ich mir für direkte und indirekte Hitze vorbereitet. Bedeutet also, hier braten wir jetzt das Flap an und legen es dann zum Garziehen rüber. Das heißt also, komm her, du Lappen. Dann kommt das jetzt hier drauf, wird scharf angegrillt. Ich denke mal, so gute 2 Minuten von jeder Seite darf es locker haben. So, knappe 2 Minuten später machen wir vorsichtig das Eck auf und drehen jetzt mal unser Flat Meat. Oh ja, das sieht schon sehr gut aus. Jetzt einfach nochmal 2 Minuten und dann geht's weiter. So, das Flapsteak ist jetzt ordentlich angegrillt. So schaut es aus, hat schöne Röstaromen gekriegt. Das nehme ich jetzt kurz vom Grill runter, das, was wir mit der Mieternadel versorgen können. Und zwar nehme ich mir natürlich da die dickste Seite davon, habe hier die Mieternadel und stecke sie jetzt in das Fleisch rein. Wir sehen hier, dass die Fleischfasern so verlaufen. Ja, das heißt, wir werden es so aufschneiden. Mieternadel kommt also hier so ins Fleisch rein. Und dann wandert jetzt das Flapsteak in den indirekten Bereich zum Garziehen. So, Fleisch auf den Grill, Deckel zu und jetzt verraten wir der Mieternadel, was wir vorhaben. So, dann schauen wir doch mal. 45 Grad im Kern haben wir aktuell. Wir haben es ja ordentlich angegrillt. So, wir machen Rindfleisch, wir machen ein Steak, wir machen Flanke. 57 Grad schlägt davor. Wir machen mal 58 und sagen Abschuss. Los geht's. Gute 10 Minuten später sind wir jetzt bei einer Kerntemperatur von 56 Grad angekommen. Die Mieternadel bittet mich doch, das Fleisch vom Grill zu nehmen. Der Bitte komme ich gerne nach. Das wird jetzt gleich noch auf dem Brett weiterziehen. Denn bis das Fleisch im Kern merkt, dass es außen keine 150 Grad mehr sind, dauert es einen Moment. Das heißt, ich nehme es gerade runter und wir lassen es auf jeden Fall jetzt noch mal so 3-4 Minuten ruhen. So, während das Fleisch jetzt ruht, nutze ich natürlich die Zeit und schneide hier schon mal das Baguette auf. So, die Zeit des Ruhens ist vorbei. Die Mieternadel darf aus dem Fleisch raus. Und jetzt schneiden wir es auf. Wie gesagt, wir die Fleischfasern hier entlang laufen. Das bedeutet also, wir schneiden es gegen die Faser auf. Dann jetzt ein Messer. Schaut euch das an. Das sieht fantastisch aus. Messer geht da durch wie Butter. Perfekt. Wunderbar. Dann schnappe ich mir mal so ein paar von den Baguette. Auf die kommt etwas von meiner Creme. Also ich kann euch sagen, die Kombination mit den
mit der frischen Petersilie und dem Meerrettich, das kickt richtig. Und da braucht es auch wirklich gar nicht viel. Und dann kommen wahrscheinlich jetzt so 2 Scheiben pro Baguette-Scheibe. Der Marc gibt noch ein ganz klein wenig SPG als Finish drauf. Braucht aber nicht wirklich viel. Und damit ist er fertig. Mein kleiner Snack vom Grill. Flapsteak auf Baguette mit einer geilen Creme. Und jetzt wird natürlich auch probiert. So, da liegen sie also. Meine Flapsteak Baguette mit der Meerrettich-Creme. Und ich schnapp mir mal so ein Teil. Ist ja eine handliche Angelegenheit. Und ich sage, es wird probiert. Das ist eine richtig leckere Nummer. Die Bavette ist ein bisschen fester im Biss, hat aber einen unfassbar tollen Rindfleischgeschmack, so wie Flanksteak hier auch. Müsste halt dementsprechend wirklich schön gegen die Faser aufschneiden und dann ist das wirklich ein Traum. Ganz leicht gewürzt mit SPG, mit der Meerrettich-Creme unten drunter und dann das krosse Baguette. Das ist ein mega Fingerfood, das ihr ruckzuck gemacht habt. Den Link zum Fleisch findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hatte ich beim Schwarzwälder bestellt. Schwarzwaldrind, Bavette, eine richtig feine Geschichte. Schaut da gerne mal vorbei. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich über einen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten des Kanals sein, könnt ihr das gerne auf kostenfreie Ehrengalla-Basis unter dem Video nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat von diesem Wochenende eine Insta-Story gesehen. Leute, es war der absolute Wahnsinn. Das wird jetzt unser Abschlussfrühstück sozusagen. Schaut da also gerne vorbei. Das lohnt sich absolut. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jan von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.